Hallo und welcome back, Friends, zu einem weiteren Video. Warte, Frontiers of Pandora. Wir gehen direkt rein. Ich habe natürlich offstream auch schon mal ein bisschen was wieder gemacht. Da wir in der letzten Mission, wie ihr hoffentlich gesehen habt, gut upgraded sind. Weil höchster Schwierigkeitsgrad und ja, irgendwie hat mir das Spiel leichter vorgestellt. Aber okay, es soll ja Herausforderung sein. Wir machen jetzt die Mission durch die Augen Ewas. Und hoffen natürlich heute hier im Stream die oder den Ikran zu bekommen. Uiuiui. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für jeden. Gott nur weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. Habt ihr schon gesehen? Ich hab in absoluter Schnelligkeit unsere Kurzzeit die Videos hochgeschallert. Ja. Morgenende geht es immer besser. Gerade wenn ich auch Zeit habe, schnell zu produzieren, dann kann mir doch nicht die Schuld daran ja geben. Keine Sorge, es geht natürlich mit Ellen Weg und so weiter. Weiter. Ist zurückgekehrt. Deine Vorfahren wären stolz. Die Jäger haben mir von Sommeys Tod berichtet. Himmelsmenschen machen sich nichts aus dem Schönen. Sie sind das Problem mit den Kinglor. Ich weiß es. Was jetzt? Wenn deine Mutter so geschaut hat, bedeutete das immer Ärger. Wenn du dich mit der Königin verbindest, zeigt sie dir ihren Schmerz. Ich verstand nicht, was ich sah. Vielleicht lehnt sie mich ab. Ich bin mehr Himmelsmensch als Na'vi. Du bist beides. Das ist deine Stärke. Deshalb musst du es tun. Dein Vater könnte uns verstoßen. Ich weiß, dass er Angst um uns hat, Nevika. Aber wir müssen es versuchen. Für ihn. Für uns. Die Wiese des Lichts bietet uns Schutz vor neugierigen Blicken. Ja. Ich bringe die Königin dorthin. Schau nicht so besorgt, Mayantu. Ein kleiner Stich und wenn du erwachst, bekommst du einen belebenden Nixie-Nektar. Ein Stich? Der Nixie-Nektar holt dich zu den Lebenden zurück. Jeder, der dieses Ritual mit der Kinglor-Königin wünscht, muss vorher Nektar sammeln. Nur Mut, du bist mehr Na'vi, als du denkst. Und jetzt geh. Sammle Sumpfbienenstocknektar um Nixie. Wird das Ritual nur. Nimm mit Hilfe vom Jagdbuch und Karte heraus, wo du suchen musst. Wird mir doch hier schon angezeigt. Und sehe ich das falsch? Vielleicht habe ich das so schon von direkt beherrscht. Warte mal, natürlich. Viele von uns wundern sich über ein seltsames Geräusch, aber Leckau ist entschlossen, es zu ergründen. Ich habe sie kürzlich am Flusslauf gesehen. Oh, Jägerrast-Klanbeitrag. Die Klanzarbeit zusammen mit einem, ja. Was brauchen die Natternwölfzahn? Ich glaube, sowas habe ich. Die haben mich da nachts mal angegriffen, die Dreckbiester. Ja, habe ich. Kriegt das so ein schön B2 lieber? Ne, ja. Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. Ja, grünes Färbemittel, okay.
Brauchen wir jetzt was anderes gerade? Wir sind keine zankenden Sessua. Das sollte Etua wissen. Hm. Okay. Das leidende Boss. Mein Gott, sieht das gut aus. Ey. So, jetzt frage ich mich gerade, was das hier ist. No Kugi Kugi, nicht Krabschi Krabschi. Ah, ja, ich wusste es doch, hier muss irgendwas sein. Ersatzteile. Immer wichtig zum Einsammeln. Oh, hier ist so eine komische Frucht. Nee. Hm. Ah, Heilungsbeutel ist voll. Hm, das haben wir ja nie oft. Dass das danach voll ist. Immer in die falsche Richtung. Hallo? Boah, hier ist doch schon wieder RDA-Basis vorne. Wir gehen nur gucken. Dort oben wollen wir dann noch essen. Noch eine Förderstelle. Ich sehe Türme und Silos. Eine Gasmine. Rate mal, was in den Silos ist. Naja, Gas, was also wenn ich die Pläne richtig verstehe, musst du die Türme und die Gaslager zerstören. Nee, muss ich nicht. Wir machen Story-Mission jetzt weiter. Wenn ihr sehen wollt, wie ich Basen erobere, kommt im Stream vorbei. Weil das werdet ihr hier bei YouTube nicht sehen. Oh, Junge! Eigentlich unendlichste Luft anhalten? Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht? Ja, das ist ein Problem. Du musst die Zeit überhaupt leben. Hm, das ist so schade. Und geht das dann immer schneller, oder? Konnten die Himmelsmenschen so etwas tun? Was bringt ihnen das? Oha. Ihr Fleisch ist vergiftet. Ihr Tod kann nicht mal mehr das Volk ernähren. Das ist obszön. Das dürfen die Himmelsmenschen dem Wald nicht antun. Wir müssen sie stoppen. Boah. Und was würdest du tun? Zu den Waffen greifen? Sie aus dem Wald verjagen? Ja. Wieso nicht? Vielleicht tue ich das. Keine Sorge, mache ich dann gleich, Leute. Das ist schon grafisch wirklich das, was wir damals das erste Mal erlebt haben mit Crysis. Ich glaube, so von die ganze heftig vom Impact, weil jetzt ist ja die Grafik sowieso überall verschmutzt. Ich kann nichts sammeln. Vielleicht weiß Priya etwas. Ah. Priya? Was gibt's? Oh, was? Hab meinen Kaffee verschüttet, auch wenn er den Namen nicht wirklich verdient. Ja, ich bin an einem verschmutzten Stück Wald angekommen. Ich bekomme den Nektar hier einfach nicht. Mal sehen. Ja, in deiner Nähe ist eine Einrichtung. Du musst sie aufschalten. Das stoppt es und der Wald kann sich wieder erholen. Mit Chat schaffst du das... Das ist jetzt. Also müssen wir ja doch die Bar machen. Okay. Ich schau mir das an. Thank you.
dir die Koordinaten. Denk dran, sie wird scharf bewacht sein. Also sei vorbereitet. Ja. Gibt's mal was mittags vorbereitet bin? Nee, machst du auch nicht. Auch schön, wenn wir jetzt wie in der Diablo-Portale öffnen können, das mal. Okay. So, my good friends. Och ja, ist ja gar nicht viel los hier, ne? Ich glaube, das wird jetzt nie wieder so ein Ding wie letztes Mal. What the fuck? One-Shot? Ey, das lag da aber safe am Langbogen. Scheiße. Alter Verwalter. Was ähnliches den können wir auf jeden Fall schon mal machen. So, jetzt gehen wir rechts lang. Thank you.
Ich glaube, wir haben genug Stellwerk dabei. Shit, Mann. Oh shit, brauch ich nicht mehr. So, das juckt mich ja in dem Fall hier gar nicht weiter. Ja. Pah. Irgendwie an das letzte Ding rankommen, ne? Oh shit, was ist denn das Auto? Oh! Oh, Kunde! Ja, ist gut. Was verpissen wir uns so schnell? Schneller! Runde, schneller, verpissen! 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 Das wäre fast wieder komplett gewesen. Ne? So, jetzt haben wir die alle nämlich auf die Seite gelenkt, jetzt umlaufen wir das Ding einfach. Oha, krass. Du kannst die wirklich one-shotten, nice. Ja, Stellers brauche ich 50. Ja.
Oh nee. Heftig, mächtig, gewaltig, ey. Verdammt. Shit, man. Verdammt, ey, wir müssen so drüber bloß. Boah! Alter Verwaltung! Situation ist durch! Abzug im Gange! Oscar, Mike zum Treffpunkt! Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Nektar finden. Der heilt Wald. Hey, die Luftqualität wird zusehends besser. Alex sagt, es gibt nun mehr sichere Wege für wandernde Tiere. Wir haben sogar ältere Exemplare wiederentdeckt. Es tut gut, nicht noch ein von Menschen verursachtes Massensterben mitzuerleben. Unsere Daten belegen, dass es rund um das westliche Grenzgebiet grünt und blüht. Langsam aber sicher kehrt überall das Leben zurück. Na bitte.
So, also für den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall merken. Ganz locker auf entspannt einfach vorbei gleichen. Da macht es ja fast Sinn, den Jägerbaum zu skillen. Er hat einen Jägerbaum zu skillen. Ich würde das damit jetzt selbst einklappen. Oh ja, komm hier. Ihr blöde Schwein. Danke für die Gaben. That's the moment of the day. Jetzt ranlegen wir. Oh, Kappa. Danke für die Gaben. Oh, solche Hurensöhne, die nicht lesen können. Es nervt immer wieder. Katastrophe. Wir kriegen den 13. Taxi. Sagst du in der Antwort? Sumpfbienenstock um nichts. Ja. Doch, Buch. Ein Bienenstock der Axel. Ah ja, Treppenfußbaum. Ah ja. Der Treppenfußbaum ist flächendeckend im Kinglorwald zu finden. Seine höheren belaubten Äste reichen bis hoch ins Blätterdach. Dann war es, ja. Okay. Das, was ich aber suche, Bre, ist einen Bienenstock. Ne.
Warte, hä? Halt! Ja. Hab's. Da wies das Licht sogar nach dem Felsenturm inmitten der Weidenbäume im großen Blatt Biomwind. Das Licht des Heimatbaums. Ah ja. Schön reingeschissen, Hammer. Das war seltsam. Ich habe Wartungsarbeiten durchgeführt. Das Filtersystem macht mich fertig. Und ist dir mal aufgefallen, dass wir... Priya, komm zum Punkt. Oh, ja, entschuldige. Ich habe versucht, ein Teil zu erreichen. Aber dann schlendert Noah rüber und meint, lass mich mal helfen. Und er gibt mir das Teil. Was hast du gesagt? Nichts. Ich habe nur starr gelächelt. Jedenfalls, er hilft wirklich in letzter Zeit immer mehr. Sogar Menschen. Vielleicht gewöhnt er sich nur an dich. So schlimm bist du ja gar nicht. Ja, du hast recht. Es freut mich wirklich. Aber ich sollte los. Melde dich, wenn du was brauchst. Boom! Boah, krass. Sieht das geil aus. Holy shit. Das ist das Ding safe, nicht wahr? Geil. Oh ja. Oh Mann. Geil auch noch. Wie ist das Licht? Nice Schwanz, Bro. Hoffentlich klappt das. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, Mayanto. Hast du den Nektar dabei? Oh, was hat die Bube? Bringt uns Ruhe. Es wird keine Ruhe geben, wenn Gatnat von unserem Plan erfährt. Wird es denn wehtun? Nein! Nein. Ewa, deine Arme heißen uns willkommen. Eins mit allem, was ist, verbunden durch dich. Begleite diesen Reisenden, bring ihn ins Herz des Nests. Der Heimatbaum. Sie ist zufrieden. Sie will mir etwas zeigen. Okay. Sie will die Ginglor zusammenrufen. Sie sind hungrig. Sie leitet sie zu den Blumen. Zum Nähren. Mann, sieht das geil aus. Guckt es euch an.
Okay, ich kann nicht hören. Da muss ich ja drüber. Ach so. Okay, Mann. Hier kann ich nicht lang. Hier ohne. Also ich soll schon hier lang. What the fuck? Hä? Ah, warte mal nicht, hä? Das ist doch nur, oder? Am Horizont. Sie kann ein RDA-Gebäude sehen. Weiß aber nicht, was es ist. Die Königin muss mehr Blumen für die Ginglor finden. Die Energieschübe stören sie. Der Schwarm ist unruhig. Es ist verstörend. Also fliegt sie weiter. Langsam raff ich's. Hör langsam raff ich es. Da ist etwas. Eine Energiewelle. So harsch,
Die Königin muss die anderen Ginyur finden. Sie schützen. Eine Energiewelle. Dadurch verschließen sich die Blumen. Die Ginyur sind hungrig und verstört. Die Ballons. Die Welle kommt von den Ballons. Sie stößt die Ginyur weg. Ja, verbreitet Unwohlsein und Verwirrung. Sie kommt nicht dagegen an. Die Königin sieht die Schatten, die den Schwarm bedrohen. Es gibt noch mehr Ballons. Das RDA-Gebäude. Von dort kommt das Signal an die Ballons. Die Ginyur werden schwächer. Sie muss sich beeilen. Einen sicheren Platz finden, bevor ihr Schwarm stirbt. Der weite Flug. Weg von den Ballons. Der Schwarm ist schwach. Wohin führt sie sie? Diese Grafik. Alles sieht gut aus. Nimm das. Du hast eine lange Reise hinter dir. Was hat die Königin dir gezeigt? Ich habe die Anlage der Himmelsmenschen über dem Wald gesehen. Sie sendet ein Signal an die Himmelsgeräte. Dieses Signal verschließt alle Blüten, sodass die Ginyur hungern. Deshalb suchten sie Zuflucht beim Heimatbaum. Die Geräte sind nur aus der Luft erreichbar. Ich werde alle Schwebegeräte abschießen. Das reicht nicht. Das Signal kommt von einer Basis der Himmelsmenschen bei den Steinsäulen. Aber ich weiß, wie wir die Sensoren der Fluggeräte ausschalten können. Du musst mit uns fliegen. Du brauchst einen Ikran. Nur Katna kann Ikrans gewähren. Dir wird er keinen geben. Die Kinglor haben gezeigt, dass die Himmelsmenschen das Problem sind. Diesmal muss er zuhören. Ich versammle die Jäger. Mit ihren Bögen werden wir die Kinglor retten. Nevika wird dich am Fuß der Kolonie treffen. Zeit für dich zu fliegen, Mayantu. Ich werde Etu mitbringen. Es wird ihm gut tun, eure Bindung zu sehen. Wir treffen uns auf einer Anhöhe bei der Kolonie. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Was, wenn die Bindung nicht klappt? Keine Sorge, Mayantu. Wir werden darüber singen, wie du von einem Ikran in den Tod gestoßen wurdest. Zuerst musst du dich mit Ewa verbinden. Sie wird dich vorbereiten. Ewa! So, meine Good Friends, das war's mit dem Video. 45 Minuten schon, war gottesfürchtig. Wir schalten beim nächsten Video wieder ein. Danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace, peace, euer Amex.